Is this a maze? It would appear so. A massive one from the looks of it. If Ivor used the command block to build this, it could hold unspeakable peril. So, maybe we should not just wander into the world's hardest maze without a guide. Unfortunately, this seems to be the only way forward. There has to be another way. A secret door, or I don't know. Warten wir doch einfach auf Ivor. Some way around. There's no way we're going into some crazy maze that Ivor built to keep people away. We'll find some other way through. Best decision you've made all day. Stimmt wahrscheinlich. Okay, ja, hinknien und Wände angucken ist eine super Idee. Da ist ein Riss in der Wand. Oh, Blümchen. Blümchen. Ich hätte den Kuchen mitnehmen sollen. Ich ärgere mich so. Flowers, but no trees. Guess it's a Farlands thing. Ranken, da können wir vielleicht drüber. Huh. We can probably climb these. Everyone, on guard! There's too many! We can't fight them all! Nicht? Ich kann nichts machen. Ja! Was? Ich konnte gerade überhaupt nichts machen. Ich konnte im Inventar rumklicken, aber da ist nichts passiert. Everyone, on guard! There's too many! We can't fight them all! Hä? Ich kann mich weder bewegen, noch kann ich hier irgendwas machen. Ah, hier, ah. Guys, climb the vines! Hoch mit dir. Well, that worked, I suppose. Yeah, I guess. Oh. Yeah, but now what? We're all separated. Let's just head that way and find a place where the paths connect. Sure hope they don't get lost in there. I hope I don't get lost in there. Also auf dem Labyrinth laufen ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als als im Labyrinth laufen. So. Vor allem will ich nicht runterfallen. Fängt an zu regnen. Achso, das ist ein Wasserfall hier. Da geht's nicht lang. Dann versuchen wir mal es hier lang. Ich nehme an, wir können nicht springen. Angehalten. Nein, wir können nicht springen. Wieso können wir denn nicht? Kann ich hier nicht? Da müssen zwei Blöcke rein, ne? Ach, kann man hier nicht benutzen. Story Mode ist ja nicht Minecraft. Oder wir gehen da rechts lang. Das müsste gehen. So, hier so. Huch. Wieso ist die Gruppe unten? Okay, rechts lang. Ach, da kann man trotzdem... Mann, ich dachte, das Ding wäre hier mitten auf der Strecke. So, dann düsen wir da jetzt einfach mal rüber. Wir müssen da hinten zum Todesstern oder was immer das da ist. Was hat der hier nur gebaut? Huch, was ist denn hier? Wasserfall ansehen. I first met Ruben near a waterfall like this. Hope the little guy's okay. Das hoffe ich auch. So, können wir denn da hinten hin? Ich bin froh, dass wir nicht runterfallen können. Das wäre jetzt, ich glaube, das wäre eine schlimme Stelle. So, ich versuche mal immer weiter nach da hinten zu gehen. Guck mal, da ist noch die Hütte. Man sieht es schon. Jetzt hier entlang oder noch ein bisschen weiter nach links, ne? Ich guck mal, was hier so ist. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen zurück. Na gut. So soll es sein. Wenn es ein bisschen zuckelt, das liegt daran, dass ich die ganze Zeit Shift gedrückt halte, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. So. Ich frage mich, was im Labyrinth passiert wäre, wenn wir durch das Labyrinth gegangen wären. So, hier lang, dann da hinten. Was ist hier? Kaputte Wände, ansehen. Mhm. Ah ja, das ist ja toll. Wow, so much ansehen. Hier zurück weiß ich gar nicht. Und dann irgendwie da hinten.
Da ist eine Spinne. Ich weiß nicht, ob wir noch kämpfen müssen. Das kann ich nicht sagen. So, jetzt hier rum und dann da hinten links. Das müsste funktionieren. Ist nicht ganz so labyrinthisch, wie ich gedacht habe. Es sei denn, wir kommen jetzt irgendwie nach 50 Metern zu so einer Sackgasse. Eine fliegende Insel. This place just gets weirder and weirder. Ja, fliegende Insel bei Minecraft kennt man ja gar nicht. Hat man noch nie gesehen. Wie lange wohnt denn er da? Wahrscheinlich vor einer Woche umgezogen. Yikes! Es war so klar. Runter mit dir! Yeah! Shoot! Oh. You have got to be kidding me. Stand da gerade wirklich Schieß als Übersetzung? Die hätten Scheiße schreiben sollen. Mann, Leute, ey. Der Google-Übersetzer wieder. Ich habe im Spiel jetzt nicht auf die Übersetzung geachtet. Ich bin noch ein bisschen gedamaged von letztem Mal, muss ich zugeben. Wer weiß, was da in diesem Kapitel wieder alles stand. Nein! Oh, wie gemein! Alter, das ist ja ultra gemein. Jetzt müssen wir 50.000 Kilometer zurück. Und was war das mit der Spinne jetzt? War das komplett nutzlos? Und wie wehren wir die nächste ab, falls eine kommt? Oh, wie gemein, der ganze Weg umsonst? Oder hätten wir vielleicht hier lang gehen? Ich glaube, von hier kommen wir. Verdammt, wie kommen wir denn da bloß hin? Blödes Kacklabyrinth. Ich hasse dich. Von jetzt mal diese ganze ewige Strecke hier latschen. Ich sag nur, oh, ich wäre so gemein, wenn wir da irgendwie in die Sackgasse kommen. Ja, alles Sackgasse hier hinten. Deswegen geht das Kapitel vielleicht länger als eine Stunde. Weil man eine Stunde lang durch das Labyrinth stapfen muss. Ich frage mich, warum auf der anderen Seite auch noch ein Labyrinth ist. Welchen Sinn hat das denn? Und hier kommen wir nicht lang, ne? Da ist, glaube ich, alles... Genau, da ist auch wieder Sackgasse. Wir müssen doch irgendwie da hinkommen, verdammte Axt. Aber da vorne sieht alles so... kaputt aus, irgendwie. Ja, ja, I think it's safe to say the Farlands are strange. Gut, das ist jetzt auch nichts Neues unbedingt. Da kommen wir offenbar nicht lang, oder? Ich gehe trotzdem mal ganz kurz gucken, ob wir das vielleicht durch einen Schatten nicht sehen, dass es da hinten weitergeht. Aber ich glaube, da geht's nicht lang. Nein, da geht's nicht lang. Und vor allem sieht es so aus. Ivors Hütte. Hey, that must be Ivor's lab. Wish it was a little closer. Wie kommen wir denn da bloß hin? Scheiße, wir haben kein Schwert mehr. Das ist so ärgerlich. Wegen seiner blöden Kackspinne. Und weil der Typ sich vor allen Dingen auch gar nichts craftet. Die hätten sich unterwegs eine super so Ausrüstung zurechtlegen können. Die hätten ja schon längst mit Dia-Klamotten rumlaufen können. Aber nein. Brauchen sie ja nicht. Stofffetzen und ein Holzschwert. Und damit die Welt retten. Großartiger Plan. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir jetzt lang müssen. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt da nach hinten kommen auch. Ist das überhaupt der Plan? Also ich meine, wir müssen natürlich, hier ist der Wasserfall wieder, wir müssen natürlich zur Hütte, das ist mir schon klar. Aber wir müssen uns erstmal mit den anderen treffen. Hä? Von hier kommen wir doch. Du willst mich doch verarschen. Spiel, du willst mich verarschen. Ich glaube, es hackt. Ich kack deiner Mutter in ihr Wildbret. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier 50 Jahre lang wegen so einem beschissenen Labyrinth hier rumlaufen müssen. Und überall nur Sackgassen. Ich meine, klar, ist ein Labyrinth, das verstehe ich schon, aber ja, nein. Ich meine, es ist nicht so, dass wir uns die ganze Zeit wieder entfernen oder so, ne? Hier kommen wir auch gar nicht rüber. Das heißt, wir wären dann bald wieder beim Ausgangspunkt, wenn ich hier weiter so lang gehe. Ja, hier kommen wir dann langsam wieder zum Ausgangspunkt. Hier vielleicht nicht so unbedingt. Aber vor allen Dingen ist es ja auch die ganze Zeit die falsche Richtung. Wir müssen ja eigentlich in Richtung seines Hauses gehen. Hm.
Sind diese Lichtpunkte vielleicht eine Markierung, dass wir da an diesen Lichtpunkten vorbei müssen? Kann das sein? Ich probiere das gerade mal so, dass wir da halt immer vorbeikommen, diesen Lichtpunkten. Nein, das hier ist keine Markierung. Hallo? So, es sei denn, es geht immer grob in die Richtung, aber die Dinger sind ja einfach überall. Das heißt, wir müssen dann grob in diese Richtung gehen und gleichzeitig in diese, weil in beide Richtungen so eine Lichtmarkierung ist. Hätte ja sein können, dass wir da vielleicht irgendwie... So, da hinten geht's auch nicht weiter. Vor allen Dingen, die Kamera geht nicht mehr mit. Wir gehen dann irgendwo da hinten. Und wieso war die andere Gruppe unten? Das verstehe ich auch nicht, weil wir sollten uns auch irgendwo treffen. Wir sollten uns treffen, wo die Pfade sich treffen. Das heißt, wir müssten theoretisch weiter nach links eigentlich, weil die anderen ja auch links waren. Aber dann waren die plötzlich unten, das verstehe ich nicht genau. Könnte aber auch ein Bug gewesen sein, ich weiß es nicht. Also bei Minecraft Story Mode, da wundert mich ehrlich gesagt gar nichts. Ich düse ja mal einfach weiter. Sie ist voll von Tränen, hat die. Friese. So, ich weiß nicht. Notfalls mache ich Benny Hill Musik. Wenn es zu lange dauert. Vor allem, man hat gar keinen Anhaltspunkt, wo man hin muss oder wie man hin muss oder lalala. Jetzt gehen wir schon wieder dieselbe Strecke, aber einfach nur, weil wir sonst alle Strecken schon gegangen sind. Hier waren wir ja halt auch schon. Vielleicht müssen wir links zu den Lavaströmen und dann da irgendwie lang. Am besten noch da hinten das Labyrinth müssen wir auch noch mitnehmen, damit wir ja auch 50 Stunden irgendwie nur rumlabyrinthen. Guck mal, wir haben jetzt hier und dann nach links ist da auch eine Sackgasse. Hier ist überall Sackgasse. Wir haben einen einzigen Cobblblock, einen einzigen. Den müssten wir irgendwo einsetzen, wahrscheinlich um rüberzukommen, aber da müssten wir wahrscheinlich die Lücke finden. Und wo? Ich habe keine Ahnung. Ich höre andere Schritte, glaube ich. Waren wir hier schon? Ich kann es gar nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Ah, jetzt sind wir hier am Rand des Labyrinths. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ah. Olivia! Oh oh. Was? So, komm, schmeiß nochmal. Headshot. Jetzt haben wir aber weder Schwert noch Bogen. Bin ich jetzt hier richtig? Der ist jetzt einfach weitergegangen. Ich weiß natürlich nicht genau, wohin. Wir probieren es mal hier entlang. In Richtung der Lava. Wahrscheinlich soll die Lava dann uns auch noch umströmen. Sieht ja wahrscheinlich beeindruckend aus. So, wir haben weder Pfeile noch Bogen. Der Typ ist einfach ausgerüstet wie ein Rindenmulch. Der ist einfach gar nichts. Er ist ein Sack voll Torf, der Typ. Der kann viel reden, aber ich weiß es nicht. Das wenigste, was wir in Minecraft machen, ist craften. Außer wenn wir eine Brücke craften in 3 Nanosekunden. Während der Witherstorm 3 Meter weiter kurz mal verschnauft. So, hier sieht es sehr richtig aus. Da zwischen der Lava vorbei. So. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Wahrscheinlich ist hier auch gleich wieder Sackgasse. Ist hier Sackgasse? Huh. What's that? Eine Workbench. Abgrund ansehen. Da ist noch eine Truhe. Mal gucken, was wir da kriegen. Like Ivor kept some redstone dust handy. And a slime ball. Juhu. So, jetzt schauen wir mal in den Abgrund. Was mit den anderen? I don't see a way across.
Dann bau doch ein. Bau doch hier einfach komplett die obere Erdschicht ab und bau dir einen Weg dahin. Ganz einfache Scheiße. Das ist Minecraft, Junge. Na gut, wir können natürlich auch eine Redstone-Mars-Schiene nehmen. Oh oh. Redstone Blocks, some Pistons. I wonder what this thing's supposed to be. Hello? Anyone? Olivia, is that you? Jesse, there you are. I thought I'd never find you. All those dead ends back there. Any sign of the others? Not yet. This maze? We don't have time for this. Wir können die anderen nicht zurücklassen. Who even knows where the others are by now? I mean, the clock's ticking here, Jesse. Yet we're lost in some elaborate puzzle. We really need to figure out what happened to the others. I wonder if they found some other way across this gaping, bottomless pit. I think it drops forever. What about this thing? Could it get us across? It's some kind of flying barge. It would probably get us to the other side, but it's in really bad shape. And it's really complicated. You can fix it though, right? I don't know. I think it's out of my league. Was? Der Ivor ist besser als ich. I wish I had more time to study with Elagard. Come on, I'll help you. How are you gonna help me when I don't even know where to start? This layout doesn't even make any sense. What was Ivor thinking? Wir müssen Elagard finden. Or maybe it's just me. I mean, Elagard herself said I don't have what it takes to be a great engineer. Heul doch jetzt auch noch. She was right. I just can't hack it. So, beweise ihr das Gegenteil. Might as well be a carrot farmer. So prove her wrong. Show the world what you're made of. Prove her wrong? Jesse, she's the greatest redstone engineer ever. She's in the Order of the Stone. Sure, but the Order are still people, just like us. Right, just like us. I mean, how are we the ones saving the world when even they don't have what it takes? Sorin and Ivor are always at each other's throats. The greatest warrior in history doesn't remember his own name. None of them give Elagard any respect. And Magnus lost his life trying to fight this. If the Order can't do this, how are we supposed to? How are we supposed to do anything? Ständiger Nobody. Zweifel. The game. Die Welt verlässt sich auf uns. Order of nothing. All I know is the world is depending on us. Then maybe the world is in trouble. I mean, they defeated an Ender Dragon. Can you name even one thing we've done right? Na, wir haben den. And I don't mean managing to stay alive. Well, for starters, we're the ones who brought them back together again. You and I found Elagard together. We both played a role with Sorin. Yeah, I suppose that's true. Ah, all right. I'll try it one more time. Prozent des Spiels besteht daraus, Motivationsreden zu halten. Wait a second. I think I see what he was trying to do. Ah. Jesse, take this piston, craft it into a sticky piston, then place it on the other side of the barge, along with a redstone block. You got all that? Nö. I think so. Sticky Pistons, Alter, das ist 3 Jahre her. So, dann gehen wir mal gucken. Halt, erstmal, bevor wir... Nein, lass die Werkbank in Ruhe. Erstmal natürlich mit Bacon reden. Hey. She's gonna be just fine. Sometimes people just need a pep talk. Aber was ist mit den anderen? Was ist denn mit den anderen Leuten? Wir können doch jetzt nicht einfach abhauen.
Mhm. Aha. Ist ja toll, hat sich gelohnt. Sag mal. Ah, jetzt geht's. Okay, na dann schauen wir mal. Lalalala. Ach ja, das ist ja easy. So, okay. The sooner the better. Und ich dachte natürlich, ich zweifle schon wieder die ganze Zeit. Ich bin auch so Selbstzweifel, so Game. Ich dachte schon wieder, irgendwas habe ich vergessen oder da ist bestimmt noch irgendwas Schweres dran. Wir haben auch schon Clearing-Kolben. Ah, okay. Ach, habe ich gar nicht gesehen. So. Ich dachte, wir müssen nur den Pisten machen. So, hier, jetzt, mach doch drauf. Großartig, toll. Okay, a redstone block. So, Freundin, wie sieht's denn aus? Okay, let's put the redstone block where it's supposed to go and place these pistons. Ja, das ist sehr gut. Platzieren. So, und ich würde sagen, den klebrigen Kolben, ja, hier hin. So, das sieht doch gut aus. Holy cow, we did it! We need flint and steel to get it started. Hammer. I'm proud of you, Olivia. Thanks, Jesse. And thanks for everything you said just before. It really helped. No problemo. Ich mach doch nur Videos. So, High Five! Oh, ja, wir müssen nach den anderen. It must be this way! Run! Ja. Und Grafikfehler, geil! Hey, over here! Quick, onto the barge! Ach du Scheiße. But a war rages inside, and she lays still.